Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin der Stefan und das ist der nächste Teil von unseren Fischvorstellungen. Heute geht es um Pseudomogil, Blauaugenfische, einer meiner Favoriten, aber ich mag alle Fische, ist der Gertruade in der Aru-4-Variante. Da gibt es unterschiedliche Fundorte, alle haben so ein paar Kleinigkeiten. Das Fisch-Review könnt ihr jetzt einfach als Pseudomogil-Gertruade-Review sehen. Die wir da haben, sind allerdings die Aru-4, weil es die coolsten sind. So, da sind wir schon angekommen beim Pseudomogil-Aquarium. Pseudomogil sind eine Ehrenfischfamilie, sind auch eine Unterfamilie von den Regenbogenfischen. Die haben sich früher eine Familie geteilt, sind jetzt neu klassifiziert. Denke ich, ist auch korrekt so. Ich kann das ehrlich gesagt schwierig beurteilen. Sind auf jeden Fall Ehrenfische, das heißt, ihr habt ein relativ wuseliges Tier, das schön lebhaftes Verhalten an den Tag legt. Das heißt, ihr solltet auch bei der Aquariengestaltung darauf achten, dass ihr massig Freiwasser für die Tiere braucht. Der Gertruade ist einer der kleinsten, vielleicht sogar der kleinste, da bin ich mir gar nicht sicher, Vertreter der Blauaugenfische. Ich würde sagen, die Tiere sind gut aufgehoben in Aquarien ab 60 cm. Ihr natürliches Vorkommen ist in Nordaustralien, auf den Nauru-Inseln, daher auch diese Fundortbestimmungen, in sehr verkrauteten, langsam fließenden Flussabschnitten mit sehr klarem Wasser. Der große Vorteil bei den Tieren ist, wie alle Fische, die wir hier haben, haben sie eine sehr, sehr gute Eignung für Aquascaping und Naturaquaristik. Auch in Starklicht fühlen sich die Tiere sehr wohl, was oft wichtig ist. Worauf ihr aber achten solltet, diese Tiere fühlen sich nicht wohl in Aquarien, die ohne Abdeckung und randvoll gefüllt sind. Denn sonst werdet ihr immer wieder beobachten, dass die Fische aus dem Aquarium springen, was natürlich keine große Freude macht. Das heißt, wenn ihr die Tiere in offenen Becken halten wollt, achtet bitte auf euren Wasserstand. Circa 3 Finger breit Abstand von der Wasserkante bis zur Glaskante solltet ihr halten, dann bleiben die Fische dort, wo sie hingehören, im Aquarium. Bei den Standortvarianten, eben diesem Aru und einer Zahl, gibt mehrere davon im Handel, allerdings die Aru 4, meine Favoriten, hat man oft so kleine Besonderheiten an den Tieren. Bei den Aru 4 ist es eben dieser bläulich-grünlich manchmal gefärbte Rücken. Das wird allerdings erst besonders prägnant bei den adulten Tieren. Das heißt, die Tiere, so wie wir sie jetzt da haben, im juvenilen Alter, zeigen diese Besonderheiten noch nicht so sehr wie später die Adulten. Ein kleiner Tipp, wenn ihr die Tiere bei euch im Aquarium halten wollt, achtet darauf, dass ihr keinen Männerüberschuss habt. Für uns hat es sich bewährt, zumindest ein Männchen auf ein Weibchen zu haben bei einer 10er-Gruppe. Besser allerdings Weibchenüberschuss, auch wenn die Weibchen nicht ganz so hübsch sind wie die Männchen. Tut das einfach der Gruppe gut, wenn ihr ein paar mehr Weibchen habt als Männchen. Ansonsten, die Fische sind nicht besonders groß, mit ca. 4 cm. Vielleicht mal einzelne Tiere, die einen halben Zentimeter mehr schaffen, sind es kleine Bewohner. Und ich würde das Ganze Fische auf den zweiten Blick nennen. Denn wenn man seinen Blick nur so über das Aquarium schweifen lässt, fällt einem gar nicht auf, wie besonders diese Tiere sind. Wenn ihr allerdings ein bisschen näher tretet und die Fische mal genauer begutachtet, fällt euch die Farbenpracht und die besondere Beflossung der Tiere auf, diese gefleckten, lang ausgezogenen Flossen mit den gelben Enden und auch dieses tolle Imponiergehabe der Männchen ist wirklich einzigartig und kenne ich so von keinen anderen Fischen. Das Füttern ist hier wie bei so ziemlich allen anderen kleinen Fischen. Ihr müsst unbedingt auf die Korngröße eures Granulats oder eurer Flocken achten. Tiere sind klein, das bedeutet, sie haben ein kleines Maul. Wir haben auch hier gute Erfahrungen mit dem Granulatfutter von Dennerle. Color Booster ist ein tolles Hauptfutter mit einem reichen Proteinanteil und relativ wenig Fett. Was besonders bei den Ehrenfischen wichtig ist, dass euch die Tiere nicht verfetten. Ansonsten empfiehlt sich wirklich Artemia-Fütterung, also entweder Artemia Noblen, wenn ihr die selber züchtet, oder halt Frost- oder Lebendfutter regelmäßig. Ebenfalls sind Wasserflöhe und weiße Mückenlarven ein tolles ergänzendes Futter. Wobei man sagen muss, mit den weißen Mückenlarven, aufgrund ihrer Größe, tun sich die kleinen Pseudomogil schon ein wenig schwer. Kommen wir kurz zu den Wasserwerten. Was toll ist, Pseudomogil mögen weiches Wasser. Wir mögen auch weiches Wasser. Pflanzen wachsen besser bei weichen Konditionen. Auch ein saurer pH-Wert ist von Vorteil. Das heißt, wenn ihr Soil verwendet oder wenn ihr sogar Osmosewasser habt, habt ihr erstmal richtig gute Konditionen für eure Tiere. Dabei ist nicht wichtig, dass ihr super Weichwasser habt, sondern eher
im weichen Bereich. Ich weiß, es ist schwierig einzuordnen, aber ich würde sagen, alles bis GH10 ist mittelhart oder eben weich, wenn es noch niedriger sitzt. Die Carbonathärte ist dann ja besonders ausschlaggebend für euren pH-Wert. Ich denke, dass die Carbonathärte bis 6 Grad, vielleicht sogar bis 8 Grad gut ist, gut passt für die Tiere, weil ihr damit einen pH-Wert mit CO2 von 7 oder darunter rausbekommt. Die Wasserzone, die die Tiere bewohnen, ist der mittlere bis obere Bereich und von der Temperatur würde ich euch 24 bis 30 Grad empfehlen, wobei man sagen muss, wenn ihr die Tiere züchten wollt, haben sich für uns 26 Grad bewährt. Die Zucht von den Pseudomogil ist nicht besonders herausfordernd. Die Tiere sind Dauerleicher, Leichen im Kraut, wobei sie auch, wenn ihr viele Schwimmpflanzen mit langen Wurzeln habt, wie zum Beispiel Froschbiss, die so ganz fein fiedrige Wurzeln ausbildet, leichen die Tiere auch an den Wurzeln ab. Ihr solltet die Eier separieren, um gute Zuchterfolge zu haben. In Einzelfällen funktioniert das Ganze auch im Gesellschaftsaquarium, wobei man sagen muss, so eine Pseudomogillarve ist sehr klein und für viele andere Fische sehr lecker. Weiters ist für die Fische noch wichtig, dass ihr sie in einer Gruppe haltet. Wie bereits zuvor erwähnt, Weibchenüberschuss würde ich euch empfehlen. Insgesamt sind aber kleine Gruppen ab 6 Tieren cool für euer Aquarium. Besonders wenn ihr kleine Aquarien habt, würde ich da nicht overstocken. Besonders gut, besonders entspanntes Gruppenverhalten könnt ihr beobachten. So ab ca. 10, eher 12 Fischen. Wir haben zum Beispiel in unserem 1,40 m Schaubecken eine Gruppe von 20 Tieren eingesetzt. Und da kann man sehr entspanntes Schwimmen als auch Balz und Imponiergehabe beobachten. Im Großen und Ganzen denke ich, Blaugenfische sind sehr unkomplizierte Bewohner für eure Aquascapes. Sind Tiere, die nicht auf den ersten Blick beeindrucken. Dafür sind sie umso schöner, wenn man sie sich genauer ansieht. Besonders ihr Verhalten bei der Balz ist wirklich besonders. Wobei das alle Blaugenfische betrifft, nicht nur den Gettwale. Ich hoffe, euch gefällt der Fisch genauso gut wie mir. Denn wie gesagt, ist einer meiner Favorites. Falls ihr Ideen habt für den nächsten Fisch, den ich euch präsentieren soll, bitte lasst mich in den Kommentaren wissen. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere unter euch, der bereits Blaugenfische hält. Vielleicht sogar welche vermehrt hat. Lasst uns doch wissen, ob ihr die Fische genauso toll findet wie wir. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Und das ist der nächste Teil von unseren Fischinterviews. Sind das Fischinterviews, oder?